Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video von mir. Heute mal ein etwas anderer Hintergrund. Wir sind im Garten, es ist nämlich total schönes Wetter und Alessandro ist mit im Video. Da könnt ihr euch schon denken, um was es geht. Wir stellen nämlich die Degusterbox vor und wir haben uns gedacht, Mensch, es ist so tolles Wetter, wir wollen einfach raus, aber wir wollen natürlich auch unser Video abdrehen. Und deshalb würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los, wie das mit der Degusterbox läuft. Wisst ihr ja, einmal im Monat bekommt ihr sie und so weiter. Ich habe sie ja schon so oft vorgestellt. Falls euch das interessiert, geht einfach mal unten auf den Link in der Infobox. Das schreibe ich euch sehr gerne mal alles rein. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Wir legen jetzt los, aber der Alessandro muss noch ganz kurz Hallo sagen, weil die Mama so viel quatscht, hat sie das jetzt natürlich total vergessen. Und jetzt kommt erstmal der Alessandro. Hallo. Ja, sorry, meine Lieben. Also ich bin jetzt auch ein bisschen, das ist halt ein bisschen ungewohnt hier draußen, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wir wollen halt auch ein bisschen was vom schönen Wetter haben und deshalb, ja, wie gesagt, hoffe ich, dass es euch gefällt. Alessandro, Schatz, möchtest du reingreifen oder soll ich reingreifen? Ich. Okay, also dann leg mal los. Was haben wir denn zuerst? Wir müssen erst noch mit dem Produktkärtchen das kurz erklären, dass wir das haben. Das ist hier. Genau, bei jeder Degusterbox ist eine Produktkarte mit dabei. Da seht ihr dann quasi die ganzen Produkte, die in der Box enthalten sind. Und ihr habt dann hier auf der Seite auch noch immer ganz tolle Rezepte dabei. Ich habe auch schon einiges nachgemacht und finde es eigentlich auch immer eine ganz tolle Inspiration. So, okay, Lassie, also dann leg mal los. Was haben wir denn als erstes? Was ist das? Warte, gib es mir mal. Du kannst ja schon mal schauen, was das ist. Also Kaffeeweißer steht hier und was würde das kosten? Das Produkt würde 49 Cent kosten. 49 Cent. Okay, Schlagfix. Ob zu Kaffee oder Tee, keine Ahnung. Also ich habe noch nie Kaffeeweißer gekauft. Wird auf jeden Fall probiert. So, nächstes Produkt. Ja, jetzt machst du mal. Jetzt mache ich mal. Also gut, mein Schatz sagt, ich soll jetzt mal machen. Was haben wir denn hier? Helden, echt stark. Die Marke, die kenne ich. Die hatten wir schon in der Degusterbox. Hier steht jetzt Rums, Paprika-Geschmack. Also das wird auf jeden Fall dem Alessandro schmecken. Magst du es mal probieren? Ja. Ja, guck mal schon mal, was es kosten würde. Dann mache ich es schon mal auf. Das Produkt würde 99 Cent kosten. 99 Cent würde das kosten. Okay, und der Alessandro ist ja mein Tester. Der darf das jetzt probieren. Riecht schon mal lecker, wie Chips. So eine Art. Das ist lecker. Okay, bio, ehrlich, 100% Natur, lecker. Mhm, okay, also schmeckt dir? Ja. Okay, kannst du schon mal währenddessen weiterfuttern, wenn du magst. So, dann greife ich mal weiter rein. Was haben wir denn jetzt hier als nächstes? Und zwar Getränke, und zwar in so einem Tetrapack, also drei Stück. Wahrscheinlich für die Schule geeignet oder für den Kindergarten, keine Ahnung. Ich kaufe ja solche Fruchtsaftgetränke eigentlich eher nicht. Das muss ich auch zugeben. Ich habe da so andere Sachen, die ich kaufe für die Schule. Und zwar würde das 1,29 Euro kosten. Und ja, der tägliche Zuckerkonsum ist mit über 100 Gramm eindeutig zu hoch. Und ja, keine Ahnung, die versprechen halt wahrscheinlich, dass es kalorienfreier, ja, mit Stevia-Extrakt ist und so weiter. Naja, also hört sich auf jeden Fall sehr gut an für unsere Kinder. Und deshalb darf der Alessandro das jetzt auch probieren. Warte, Schatz, ich mach's dir auch. Bin ich mal gespannt. Naja, über solche Sachen freust du dich, ne? Ja. Okay, Mama hat's aufgekriegt. Bitte schön, du darfst wieder testen. Und ich schau schon mal als nächstes, was wir drin haben, mein Schatz. Ui. Das ist schon wieder so ein Getränk mit so einem Geschmack. Das kenne ich noch von irgendeiner Degusterbox. Da habe ich da gar nicht auch schon den Geschmack. Der war lecker. Ja? Okay, ja gut, da steht Tropical. Ja, das wird so, ja, ganz viele Früchte sind das. Schau, das ist so Multivitamin. Genau, das sind Mango, Äpfel, Orangen, schmeckt Bananen. Schmeckt ungefähr genauso wie das eine Getränk. Das ist lecker. Okay, gut. Also magst du. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt hier, was ist das denn? Also das sieht irgendwie aus wie Paniermehl, aber irgendwie steht da nicht Paniermehl drauf. Keine Ahnung. Also hier steht Bio-Braunhirse, Wildform gemahlen. Okay, das habe ich noch nie gehört, sowas. Also das ist vegan. Oh mein Gott, was mache ich denn damit? Verzehrvorschlag. Täglich 2 bis 3 Esslöffel gemahlene Bio-Braunhirse kann dem Müsli, Marinaden, Obstsalat, bla bla bla, Soßen beigemengt werden. Okay, beim Backen können bis zu 20% des Mehls durch gemahlene Braunhirse ersetzt werden. Mhm. Okay, hört sich interessant an. Wird ausprobiert. Was würde das kosten, mein Schatz? 6,48 Euro. Boah, das ist natürlich... Das, jetzt darfst du mal wieder reingreifen. Das ist natürlich puh, ganz schön viel. Ne? Und das soll quasi diese Substanz tragen, unter anderem zum Erhalt normaler Knochen, Haare, Nägel und Zähne bei. Okay, hört sich gut an.
So, okay, was haben wir jetzt hier? Gut eingepackt wieder. Leider nichts für ein Lissandro. Es ist zwar alkoholfrei, aber es sieht trotzdem irgendwie nach Alkohol aus. Grapefruit, ja, ein isotonischer Drink. Okay, da freue ich mich drüber. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Das kostet 68 Cent und ist von Bitburger. So, jetzt bin ich wieder dran, mein Schatz. So, dann haben wir jetzt hier so, ja, Mohnschnecken. Da waren 3 Stück enthalten und zwar für 1,29 das Stück. Genau, möchtest du testen? Ja. Okay, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob dir das schmeckt, mein Schatz, aber probieren geht über studieren. So, probier mal, mein Schatz. Genau, das müssen wir dann kühl lagern, am besten im Kühlschrank. Ja. Ist halt was Süßes. Würdest du das mit in die Schule nehmen oder wenn wir unterwegs sind zum Picknicken? Ja. Okay, aber ist schon ganz schön süß, ne? Guck mal, wie viel Zucker da drauf ist. So, als nächstes haben wir dann jetzt hier was. Jetzt fährt gerade ein Auto vorbei. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Was ist das denn? Say yes to no. Okay, lasst uns mal gucken, was in der Produktbeschreibung steht. Wo ist es, Schatz? Da. Keine künstlichen Aromen, keine künstlichen Farben, keine leeren Versprechungen. Okay, was machen wir denn damit? Wir sagen ja zu den leckeren Chips und nein zu den Dingen, die eigentlich keiner mag. Mhm, okay, ja cool. Magst du probieren? Ja. Das ist allerdings mit Zwiebel, Schatz. Ich glaube nicht, dass dir das schmeckt. Probieren kann nicht schaden. Genau, probieren kann nicht schaden. Dann greif mal rein. Was würde das kosten? Oh, da kommt voll der Geruch raus. 1,49 würde das kosten. Das ist lecker. Lecker? Echt? Obwohl es mit Zwiebel ist? Ja, da freue ich mich, wenn dir das schmeckt. So, jetzt sieht es mir sehr nach einem hochwertigen Produkt aus. Und zwar Münchner Kindl Bärlauchsenf. Okay, hört sich sehr, sehr gut an. Wir hatten ja in den letzten Boxen unglaublich viel ja, Ketchup und Senf enthalten. Und das habe ich noch gar nicht aufgebraucht. Aber über den freue ich mich jetzt, weil ich kann mir vorstellen, dass das... Den Ketchup haben wir leer gemacht. Den Ketchup haben wir leer gemacht. Ja, stimmt, diesen Bio-Ketchup, gell? Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auch gut zu Nudeln schmeckt. Also, ja, einfach so eine Idee. Hier steht, Sie mögen es gerne deftig, vielleicht auch zum Grillen. Genau, da passt es ganz gut. Und es ist ja mit diesem Knoblaucharoma. Das würde kosten 3,99 €. Und genau, hier in unserem Rezept steht auch sommerliches Bärlauch-Omelett. Mhm, okay, cool. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So, als nächstes haben wir jetzt hier noch ein kleines Bröbchen. Hier steht natürlich konzentriert. Ja, das ist irgendwie ein Drink. Keine Ahnung. Ja, müssen wir dann mal gucken. Weiß ich nicht, muss ich mir durchlesen. Hier steht's, Schatz. 1,80 €? Ja, aber da sind bestimmt mehrere enthalten, oder? Ja. Also da ist auf jeden Fall eine ganze Packung abfotografiert für 1,80 €. Mhm, genau. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Für einen Bitburger. Ah ja, genau. Auch nochmal das Gleiche. Grapefruit, da freue ich mich, wenn das dann im Kühlschrank ist. Und was haben wir jetzt hier? Ach, deswegen war der Flyer mit dabei. Bio. Kann ich nicht aussprechen. Pitanga. Nee, Schatz, das kannst du leider nicht trinken. Da ist Alkohol. Leider. Und was würde eine Flasche kosten? 1,49 €. Mhm. Okay, kommt in den Kühlschrank. Auf jeden Fall wird es probiert. Vom Papa, ne? Und jetzt haben wir hier Mousse-Zauber für Joghurtmousse und für Fruchtmousse. Das finde ich jetzt komisch. Das hatten wir schon mal in der Box. Das ist noch gar nicht so lange her. Das habe ich nämlich noch in meinem Apothekerschrank. Habe ich noch gar nicht verwendet. Ja, das müssen wir mal ausprobieren, ne Schatz? Ja. Es kommt noch ein Auto vorbei. Also wie gesagt, das war jetzt einfach nur mal ein Test hier draußen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Aber ja. Ja, das war es soweit. Also es war wieder alles sehr gut eingepackt. Wir haben hier auch noch Material, das mit drinnen war. Also die passen da wirklich immer total gut auf. Die Flaschen sind immer total gesichert. Ja, das Produkt hier habe ich euch gezeigt. Das war die Werbung. Was würde denn das Mousse kosten? Eine Packung würde 1,29 € kosten. Genau, und dann haben wir jetzt hier noch so Flyer. Von den Helden haben wir noch Flyer. Und das war es eigentlich soweit aus unserer Degusta-Box, ne? Ja. Das war's. Haben dir ein paar Sachen geschmeckt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Getränk, die Chips, den Senf werde ich auf jeden Fall probieren. Und die Mondschnecken. Ja, gut, mit dem Mousse. Das ist. Alles auf jeden Fall. Das war auch auf jeden Fall lecker, sagt Alessandro. Genau, also da bin ich ja mal gespannt. Ne? Kennt ihr sowas? Sagt mir mal in die Kommentare oder schreibt mir mal in die Kommentare. Genau, sagt mir mal. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Und ja, da bin ich mal gespannt, das auszuprobieren. Freue ich mich drauf. Und ja, das war's soweit.
von unserer Seite. Das war der Inhalt unserer Degusta-Box sozusagen. Und wir machen es uns jetzt noch ein bisschen gemütlich hier draußen. Wir essen zu Abend nämlich hier draußen. Freue ich mich auch schon drauf. Das ist halt das Schöne, ne, im Sommer, dass man schön draußen sitzen kann. Solange das Wetter passt natürlich, ist ja klar. Und ja, das war es soweit. Wir verabschieden uns. Wir wünschen euch weiterhin alles, alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!